auch nichts. Ich glaube, wir haben dieses ganze Dörfchen schon geplündert. Und ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden. Nate! Oh Gott sei Dank, du lebst! Tut mir leid, ich... Schon okay. Elena, hast du eine Ahnung, was hier vor sich geht? Wie lange bin ich schon hier? Nur ein paar Tage. Ich bin der Spur zum Wrack gefolgt. Was ist denn eigentlich passiert? Du hattest recht mit Chloe. Anscheinend wollte sie gar nicht gerettet werden. Hat sie das getan? Nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schiffer Gudisha. Ja, Nia Gotsi-Song. Komm, du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Ah, unser mysteriöser Gast ist wach. Nee, das ist Karl Schäfer. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Gut. Bitte, hier. Es sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Drake. Ach, tatsächlich? Ja. Vor etwa 70 Jahren kam ich hierher, genau wie Sie. Ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. Ich führte eine Expedition nach Tibet, um den Eingang nach Shambhala zu finden. Was Sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also, mein Freund, wo haben Sie das gefunden? Borneo. Wieso? Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die... haben Sie also besiegt? Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe. Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nate. Nein, Elena, mir reicht's. Schluss jetzt, ich spiele nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann, wenn das, was er haben will, in seinem Besitz ist. Ach ja? Schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamerlan und Chinggis Khan. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wird dann aus dem Mann, der den ganzen Stein besitzt? Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er her sein, Nate. Dann ist Lazarevich wirklich ein Spinner. Er jagt einen Mythos. Und wenn nicht? Ach, Elena, komm. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Tenzin, Ting Sanen, Pala Tingongri. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt sie hin. Sho. Nienyamde Sho. Karachason. Na, das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Verstehst du eigentlich irgendwas von dem, was ich sage? Sieht einladend aus. Was steht da? Du tatsächlich denkst. Jetzt, wo du sagst. Du. Tasson. Pantomime liegt mir nicht. Guck mal. Schon mehr. Warte. Tenzin. Wozu brauchst du das? Kapitel 17, Bergsteigen. Ja, ein Stein, der
Macht verleiht, hört sich doch hochinteressant an. Aber was er uns zeigen will. Ah, hier gibt's schon mal nichts. Aber ziemlich cool, wie er den Schnee aufwühlt. Das gefällt mir ziemlich gut. Gibt's hier irgendwas? Nö, nö. Glitzern würde man hier im Schnee eh nicht sehen. Wow, verdammt tief. Mhm. Oh ja. Oh Mann, da kommen wir ja niemals rüber. Was hast du da? Was? Wieso redet ihr überhaupt miteinander? Nee, wow, du hast es geschafft. Gut. Klar, schwingen wir uns mit diesem 70 Jahre alten Seil rüber. Hoffentlich weißt du, wo du hingehst. Okay, Drake, du musst hier nicht solche Stunts hinlegen. Du darfst auch einfach nur die Treppe runtergehen. Oder die Leiter. Genau, das habe ich auch gedacht. Hier haben wir schon den Schatz gefunden. Folgen wir dem mal wieder, der läuft uns schon davon. Oh Mann. Quetsch dich durch! Ach, da ist die Expedition wohl geblieben dann. Zumindest haben sie ein Zelt aufgeschlagen. Anscheinend sind wir auf dem richtigen Weg. Aber hier ist nichts. Das kann Schäfer nicht gemeint haben. Pinedo. Ah, da lang, klar. Die Dinger beißen, weißt du? Haben sie wenigstens was da gelassen? Irgendwas Nützliches? Nee, man kommt nicht unter das Zelt. Doch? Nee, kommt man nicht. Wo ist er jetzt hin? Ach da. Los, schwing dein Seil. Hä? Der hat echt drauf. Der zielt besser als wir. Okay. Dann halt mit ein bisschen Schwung rüber mit dir. Ich verzeihe dir das, du bist ja noch verletzt. Hey, was soll die Eile? Hallo? Das sind Schneeschuhe, keine Laufschuhe. Boah, ey, ich dachte schon, wir fallen jetzt. Der Show! Was? Noch mehr Wölfe. Fantastisch. Ha, 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 toll. Gehen wir erstmal hier lang. Ah, okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö. Oh Gott, Drake! Bist du wahnsinnig? Geh wieder hoch! Boah! Ey, schock mich doch nicht so. Was hast du gefunden? Roddy Schäfer, gib mir ihm Batache.
Er ist schon eine ganze Weile tot. Da. Der Chintamani-Stein. Das muss einer von Schäfers Männern sein. Puh. Jetzt muss er sich erstmal wieder fangen. Werden wir was tun? Ah, das ist eine Leiter. Tenzin, los! Tenzin, los! Setz die Tackle-Attacke ein. Okay, ich helfe dir hoch. Mogo, Nyekranja. Was? Ja, da hin da. Ja, ich kann leider immer noch nicht. Ich zuerst, was? Ja, gut. Er schafft wohl auch ohne mich. Nee. Er geht einfach. Da lang? Ja. Einfach mal springen, wenn man nicht weiß, wo es weitergeht. Einfach mal springen. Runter? Ja. Hoch da, Drake. Da ist schon wieder ein Überbleibsel von der Expedition. Was haben wir hier? Ha! Ein Schatz für uns. Begeisterter Schatzsucher. Jetzt darüber. Und hä? Sind wir nicht von? Ah, okay. So, an dieses Seil hin. Okay, nicht an dieses Seil hin. Da steht hier nur zur Deko rum. Soll ich mich fallen lassen? Ich mach's einfach mal. Okay, und dann darüber. Wie ist er da hingekommen? Nee, das ist noch der Anfang. Er hat einfach gewartet und uns die Arbeit erledigen lassen. Komm schon, ich fang dich! Was? Ja, bitte schön, du schuldest mir was. Okay, Seil, komm. Hä? Was war das denn? Und wo hänge ich auf einmal? Ich glaube, ich muss irgendwie weiter... Wie komme ich denn weiter runter? Kann man wohl nicht. Einfach schwingen und hoffen, dass wir es rüber schaffen. Und wir schaffen es. Okay, wir sind quitt. Kette, Masso. Na je. Ging ja schnell. Verdammt, was war das? Ja, komm mal so. Ha, er hat wohl keine Ahnung. Ist er da gerade einfach drüber gesprungen?
Wieso sollen wir dann außen rumlaufen? Ich laufe trotzdem vorsichtshalber drumrum. Oh. So ein Mist. Die Schenala. Was war das? Kare. Das? Was war das? Na, guck mal. Gib dir die Seda. Schenazabu Resha. Ja, komm schon. Die Tatsin ja wo mare. Tenzin, wir müssen weiter. Ich will gar nicht wissen, was das war. Aha, er traut sich auf jeden Fall jetzt nicht mehr vorgehen. Jetzt müssen wir ran. Ich sehe nichts. Da lang. Und rüber mit uns. Wow. Ich dachte zuerst, das ist ein Fels. Was war das? Die Jagumare. Okay, gut. Warte hier. Hier. Sacha de la Tonde, Sir. Sieht ja mal wieder richtig geil aus hier. Gucken wir uns mal um. Auch immer mehr wir lang müssen. Geschafft. Richtig cool. Ja, da endet's. Es gibt's hier was? Nö, hier gibt's nichts. Da auch nicht. Okay. Ah, Drake, das könnte kalt werden. Nee, du kommst hier nicht hoch. Darfst du das Gletscherwasser paddeln? Ah, nee, ist nicht tief. Recht viel weiter geht's ja wohl nicht mehr. Gucken wir mal hier rum. Da wartet ein Schatz auf uns. Mal hier hoch. Die Musik ist gruselig gerade. Oder doch nicht hier hoch? Doch. Hier. Hangel ich mich lang oder was? Ja. Und dann dahin. Hoch mit dir, Drake. Weil es dem nicht kalt wird an den Fingern, ne? Ist schon voll der harte Kerl. Und rüber. Und ein Schatz. Huhuhu. Hier werden wir mit Schätzen überhäuft. Da ist schon wieder ein Toter. Hey, Schäfer lässt grüßen. Danke. Jetzt haben wir so ein Oldschool-Teil. Und jetzt? Müssen wir die wegschießen? Ja.